volles Haus bzw. Garten war beim Frühschoppen der FPÖ und des Vereins Burgenländer in Not. Viel Gedränge und beste Stimmung herrschte in der Landesgeschäftsstelle der FPÖ in Eisenstadt. Da es um eine gute Sache ging, waren die Spitzen der FPÖ, Landeshauptmannstellvertreter Johann Schürz, die dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö, Landesrat Magister Alexander Petschnig, Clubobmann Gesa Molnar und viele andere auch mit dabei. Bei Live-Musik, Spanferkel, Getränken, Kaffee und Kuchen ließ es sich dann auch gut feiern. Am Strande von Rio, in der Stadt ganz allein, ein kleines Mädel, die Mond entscheidet. Burgenländer in Not, Frühschoppen, wie sind Sie zufrieden mit dem Besuch? Also ich bin sehr zufrieden. Man kann erkennen, dass solche Veranstaltungen wirklich sehr wichtig sind. Diese karitative Ausrichtung in jedem Bereich auch immer hat in Burgenland eine höchste Anerkennung und das gefällt mir. Wie werden die Gelder aufgeteilt? Wie geschieht das? Ja, bei uns ist es so, dass man nur Lebensmittelgutscheine bekommt. Das heißt, man kommt nicht Euros, damit man irgendwo ein Loch zustopft, sondern man kommt Lebensmittelgutscheine. Und ich glaube auch, dass das sehr sinnvoll ist, dass man 200 Euro Lebensmittelgutschein bekommt. Man kann dann wirklich einkaufen gehen, kann Nahrungsmittel kaufen und das ist das Besondere an diesem Verein. Gibt es keine finanzielle Stützung, wenn jemand zum Beispiel Mietschulden hat? Naja, finanzielle Unterstützung hat dieser Verein nicht in sich, sondern dieser Verein hilft den Notleidenden, die Lebensmittel brauchen, die über den Tag kommen müssen. Das heißt, das ist eine andere Form der Unterstützung. Also ich finde den Verein wahnsinnig toll, dass es überhaupt sowas gibt, dass sowas veranstaltet wird. Man sieht auch, wie viele Gäste hier sind, dass es wertgeschätzt wird, weil es ist Armut immer mehr ein Thema. Ja. Es wird verschwiegen, kann man sagen. Ja.